Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch den Part 2 zum letzten Video, wo ich eben einen Kartenplot erstellt habe. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Kartenschematik und wie ihr die richtig erstellen, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen zuerst auf der Map Art Craft Seite von Rebane. Das ist eigentlich so die leichteste Seite, wo man seine Karten-Schematics erstellen kann. Zuerst klicken wir hier erstmal auf Map-Vorschau bzw. Pick Image und dort suchen wir uns jetzt unser Bild raus, was wir eben als Karte bauen wollen. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir hier normalerweise immer eine 1er-Karte. Das können wir aber hier auch eben umstellen. Und das Ganze hier bei den Einstellungen. Zuerst haben wir das Format. Können wir hier zwischen Schematic, MBT und Datafile map.dat auswählen. Wir benutzen ganz oben normalerweise die Schematic MBT. Bei der Version die 1.20.12. Das ist so die niedrigste Version, die wir hier auswählen können. Aber wir sehen schon links, hier sind zwar diese 1.12 Blöcke drin. Die sind aber auch vom Farbton her so wie ein gelber Teppich und gibt es ja in der 1.8, deswegen gar kein Problem. Bei den Maßen können wir jetzt das Ganze hier zum Beispiel auf 2x einstellen oder auf 2x2. Ich für meinen Teil will das jetzt auf eine 2x1 Karte bringen. Dann haben wir hier Zuschneiden, Center, Off, Manual. Da könnt ihr selbst auch ein bisschen rumspielen. Ich möchte jetzt Center nehmen. Das passt von mir aus, finde ich, so am besten. Bei Grid können wir uns ein Raster anzeigen lassen. Das hier ist nämlich das normale 128x128er Plot. Beziehungsweise das ist eine Karte und das ist eine Karte. Das Ganze wird durch die blauen Umrandungen dargestellt und die roten sind dann die Chunks. Als nächstes, ganz wichtig, haben wir Staircasing. Dort steht im Normalfall On. Aber das dürfen wir auf keinen Fall, beziehungsweise würde ich es nicht empfehlen zu machen. Ich würde euch immer empfehlen Aus- und 2D, weil wenn ihr On macht, dann baut ihr die Karte in 3D. Bedeutet, ihr baut jetzt auf einer Ebene nicht, das wäre 2D. Ihr baut bei 3D zum Beispiel auf 5, 6, 7, 8 Ebenen. Und das ist nämlich ein immenser Aufwand. Wenn ihr den betreiben wollt, könnt ihr es gerne machen. Ich empfehle es nicht. Ich baue es auch selber immer nur in 2D, weil es eben einfach am einfachsten ist. Bevor wir hier mit den Einstellungen weitermachen, würde ich euch empfehlen, bei der Blockauswahl, schiebe ich mich mal jetzt auf die linke Seite, haben wir hier bei der Vorlagen haben wir nichts, alles Teppiche und Grayscale. Nichts bedeutet, wir haben die originale Bilddatei bei alles, ja. Da sieht es nämlich schon etwas anders aus. Hier haben wir jetzt nämlich eine Bildvorschau, wenn wir alle Blöcke, die wir zur Verfügung haben, benutzen würden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auf 2D. Wenn wir bei 3D das machen, dann sieht das Ganze nämlich schon wieder anders aus. Das liegt eben daran, bei 3D bauen wir eben auf verschiedenen Ebenen. Und wenn ich jetzt einen Steinblock beispielsweise, das habe ich schon beim Bau selber mitbekommen, wenn ich einen Stein hinplace und einen Stein draufplace, dann hat dieser Stein auf der zweiten Ebene einen anderen Grauton als der Stein auf der ersten Ebene. Und das ist halt der Vorteil bei 3D-Bau. Dort haben wir halt mehr Details drin als bei einem 2D-Bau. Ich verzichte jetzt in dem Sinne, bei 2D ist jetzt zum Beispiel hier die Schrift eher weiß. Das tun wir aber noch, bevor wir das Ganze bauen, natürlich fixen. Eine weitere Sache, was wir eigentlich nicht beachten brauchen, ist der platzierte Block. Da steht normalerweise immer Cobblestone drin. Würde ich euch auch empfehlen, weil Bruchstein gibt es im Gegensatz zu bemusten Bruchstein. Bruchstein hat einfach jeder in Massen, beziehungsweise kann sich jeder in Massen holen. Jetzt haben wir noch den Punkt verbesserte Farben. Das Ganze steht ja auch schon unten drunter, aktiviert eine optimierte Farberkennung. Wenn wir das jetzt ausmachen, haben wir zum Beispiel, es aktualisiert sich immer, je nachdem, welche Einstellungen wir haben. Hier runter haben wir auch noch Dithering. Ich denke mal, es wird so ausgesprochen. Das ist sozusagen verschiedene Farbeffekte. Wir haben normalerweise immer Floyd Steinberg ausgewählt. Wir können das Ganze auch komplett ausmachen. Ich würde es immer eigentlich auf Floyd Steinberg lassen. Es sei denn, etwas anderes sieht besser aus. In meinem Fall sieht das aber jetzt eher nicht so aus. Ihr könnt natürlich hier immer mal ein bisschen rumspielen, was euch eben am besten gefällt. Ich lasse es jetzt beim Steinberg. Dann haben wir Image Preprocessing.
Wenn wir das Ganze anmachen, dort können wir jetzt zum Beispiel von der Helligkeit her, jetzt machen wir es sehr hell oder auch eben ganz dunkel. Bei mir würde ich es jetzt sogar so machen, weil ich mit der Helligkeit hier eben mehr raushol. Bei 100 sieht es jetzt normalerweise so aus. Und wenn ich es jetzt heller mache, dann habe ich mehr Details drin. Hinterher muss ich natürlich das immer wieder ein bisschen ausgleichen. Zum Beispiel die Schrift ist hier schon gar nicht mehr türkis, sondern richtig weiß. Ich lasse es jetzt mal bei 140. Hier können wir noch den Kontrast auch noch verändern. Und unten haben wir noch die Sättigkeit. Wenn wir das Ganze haben, können wir hier noch einen Background einstellen und die dazugehörige Farbe. Hier haben wir jetzt auch die Extras, wo wir mehr Staircase-Optionen freischalten können. Das ist hier oben. Jetzt können wir zwischen 2D und 3D noch Full Dark und Full Light auswählen. Je nachdem, wie ihr hier rumspielt, jetzt ist zum Beispiel der Text wieder in Türkis. Aber wenn wir das soweit hier eben bei den Einstellungen für uns das alles optimiert haben. Das nächste ist die Blockauswahl hier links. Sie ist nämlich auch wichtig, das erspart uns eine Menge Zeit. Als Beispiel nehmen wir hier jetzt mal diese Farbtöne mit den ganzen Wollblöcken. Wir wollen nicht mit Wollblöcken arbeiten. Vertraut mir, mit Teppichen bekommt ihr auf Masse, wenn ihr zwei Wollblöcke nehmt, kriegt ihr ja drei Teppiche raus. Und da sie eh denselben Farbton haben, ist es rein von der Sinnlichkeit, wir haben ja auch beim Kartenplot eine Spülanlage oben drauf gebaut und die funktioniert auch nur bei Teppichen. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier immer die Teppiche auszuwählen. Das sieht jetzt natürlich so aus, als ob das hier immer neu geladen wird, ist aber in dem Sinne Quatsch, weil der Farbton ja gleich bleibt. Wir ändern nur den Block. Bei so einem Grünton, da würde ich auch eher einen Slime-Block empfehlen. Die kriegt man ja auch recht gut. Hier nehme ich mir den Sand. Cobweb bei Redstone, TNT, je nachdem, was ihr mehr habt. In der Regel ist es eigentlich Redstone, ist mir aber in dem Fall egal, deswegen wähle ich hier jetzt mal nichts aus. Bei solchen Dingen, ob ihr Holz oder Erde auswählen wollt, würde ich euch eben die Erde oder die grobe Erde empfehlen. Da habt ihr nämlich immer das, was ihr an Massenzeug habt, empfehle ich euch immer auszuwählen. Umso leichter habt ihr es beim Platzieren und auch wieder beim Abbauen. Nachdem wir uns die Blöcke hier links ausgewählt haben, klicken wir auf Download. Und jetzt bekommen wir eine NBT-Datei runtergeladen. Mit dieser NBT-Datei gehen wir auf cubicle.xyz. Alle Seiten natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Hier kommen wir schon in eine Minecraft-Welt, wo wir uns schon mal umsehen können. Brauchen wir die in dem Sinne nicht. Mit Escape bekommen wir unseren Mauszeiger zurück und gehen oben links auf Open File. Dort wählen wir jetzt unsere gedownloadete NBT-Datei aus. Nur mal so zur Vorschau, wenn ihr 3D bauen wollt, dann sieht das ungefähr hier so aus, dass ihr eben nicht nur 5, sondern eben 30, 40 Ebenen habt. Von oben habt ihr natürlich dann das Bild, aber ihr seht schon, wie sehr aufwendig das ist. Wenn wir unsere 2D-Karte bzw. NBT-Datei hier eingefügt haben, dann sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir hier natürlich die Blöcke und die Teppiche. Und wenn das hier natürlich so aussehen sollte, machen wir wieder Escape auf File, Export-File, Schematic-File in Klammern .sch. Wenn wir darauf klicken, wird das Ganze automatisch gespeichert. Und diese Datei fügen wir in unseren Schematics-Ordner ein. Jetzt befinden wir uns wieder in-game. Falls ihr nicht wisst, wie ihr in den Schematic-Ordner kommt, wenn ihr eine Schematic laden wollt, dann klickt ihr einfach auf Öffne Schematic-Ordner und dort fügt ihr diese Schematic-Datei ein. Wenn wir das Ganze gemacht haben, gehen wir auf unser Kartenplot, was wir im letzten Video schon gebaut haben, suchen uns diese Karte raus und klicken auf Fertig. Natürlich müssen wir das Ganze jetzt zwei Blöcke nach unten schieben. Und jetzt haben wir hier schon mal den ersten Kartenteil drin. Das Ganze wird natürlich jetzt bis hier rüber hinaus eben angezeigt. Brauchen wir uns nicht von irritieren lassen. Es gibt auf der Seite auch eine Möglichkeit. Also von der MapArtCraft-Seite kann man sich die Maps auch einzeln downloaden, dass hier jetzt die Schematik enden würde. Je nachdem, wie groß ihr euer Kartenplot habt, könnt ihr das Ganze einbauen. Oder wie ich es im letzten Video gemacht habe, baue ich das nur für dieses Plot. Wir sehen hier schon die Cobblestone-Reihe an der Nordseite. Die tut hier nicht ganz hinhauen. Deswegen tun wir das X. Das war schon mal falsch. Die Z-Koordinate einmal ändern. Und jetzt passt das. Natürlich müssen wir aufpassen, dass es auch immer stimmt. Weil wenn wir das jetzt hier alles hinbauen und es nicht passt, dann wäre das natürlich etwas kritisch. Ich sehe gerade eine Reihe frei. Ich habe gerade bemerkt, dass diese Zeile hier komplett
unnötig ist, deswegen keine Panik auf der Titanic. So sieht das Ganze aus, wenn der Redstone Block hier ist. Und hier hatte ich gerade einen weißen Teppich hingebaut und hier sehen wir schon, der ist ganz unten hier in der Ecke. Bedeutet, falls ihr das 1:1 wie ich gebaut habt, dann ist das so, wie es hier ist, richtig. Jetzt haben wir jedoch das Problem, dass die Karte ein paar Pixelfehler hat, die das Programm natürlich nicht immer vermeiden kann. Deshalb gehen wir jetzt noch einmal von Griefer Games runter und gehen in eine Einzelspielerwelt. Um diese Karte jetzt in diese Einzelspielerwelt reinzubringen, um sie zu bearbeiten, brauchen wir nochmal ein extra Programm. Das verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. Dieses Programm nennt sich MC Edit. Und hier ist jetzt meine letzte Welt hier schon ausgewählt. Ich weiß nicht, was das hier ist, warum hier so komischen Pixelfehler ist. Auf jeden Fall suchen wir hier oben bei Choose unsere Minecraft-Welt aus. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir hier unten rechts auf Ändern und dann wird die Welt geladen. Hier wird jetzt zum Beispiel die Griefer News Karte schon wieder richtig angezeigt und dort sehen wir schon unseren Charakter, der hier eben steht. Jetzt suchen wir uns hier eine freie Fläche aus und jetzt suchen wir uns die Schematic-Datei für unsere Karte wieder raus und ziehen die hier einfach per Drag and Drop in dieses Programm rein. Jetzt sehen wir schon, wenn wir hier jetzt Karten haben, dann kann es gut möglich sein, dass sich das möglicherweise überlappt. Damit es nicht zum Problem wird, haben wir hier unter meiner Facecam, sieht man es auch mit Y und Z, können wir hier die Koordinaten dieser Map eben verstellen. Wenn wir das Ganze auf eine freie Fläche gebracht haben, klicken wir hier unten links auf Confirm. Jetzt wird das Ganze in die Welt eingefügt und wenn wir das Ganze, das wird uns jetzt blau angezeigt, in unserer Welt natürlich dann nicht, dann klicken wir, machen wir das Ganze zu und klicken nochmal auf Save, damit das in der Welt gespeichert wird. Dann verlassen wir einmal die Welt und betreten sie neu und sobald wir hier drin sind, sehen wir schon, hier ist das Ganze jetzt eingefügt. Um jetzt diese Pixelfehler zu beheben, wir können uns hier einmal leere Karten nehmen. Wir stellen jetzt mal eine und dann sehen wir schon, wie das Ganze hier aussieht. Ich empfehle zum Bearbeiten, das geht deutlich schneller, World Edit. Das Ganze könnt ihr mit Labimod spielen, wie ich. Das Ganze tut ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel auch die Schematic installiert, einfach mit World Edit die Datei dazufügen. Habe ich auch in dem entsprechenden Video gesagt, dass es da möglich ist. Falls ihr euch jetzt gar nicht mit World Edit auskennt, ist das nicht schlimm. Entweder ihr erkundigt euch oder macht das per Hand. Aber auf Dauer würde ich euch empfehlen, tut euch da den Gefallen und erkundigt euch, wie World Edit funktioniert. Ich kann euch das mal zeigen. Wir tun jetzt, da ich jetzt hier das Clips will ich ja in einem Türkis haben. Das Ganze ist jetzt aber in diesem Weiß. Bedeutet, wir tun uns jetzt einfach mal hier und hier einfach mal diesen Bereich auswählen und haben hier jetzt einen weißen Teppich mit der ID 171. Bedeutet, wir replacen das, diese 171.0. mit Diamantblöcken, welche die 75 haben. Und jetzt haben wir das Ganze in diesem Türkis. Wir erstellen nochmal eine neue Karte, beziehungsweise im Einzelspieler brauchen wir das gar nicht. Jetzt sehen wir schon, das Ganze ist in diesem Türkis. Und wir wollen natürlich hier diesen schwarzen Rahmen, möchte ich hier haben. Leute, diese braunen Blöcke hier wieder weg. Das Ganze können wir natürlich auch wieder mit World Edit machen. Das ist die 15. Das Ganze machen wir dann einmal so lang, bis es uns eben passt. Jetzt haben wir diesen schwarzen Rahmen. Guck nochmal auf der Map und jetzt ist das so, wie ich das haben möchte. Beim I hier oben ist zum Beispiel auch braune Blöcke, die will ich eigentlich gar nicht haben. Hier sollten auch schwarze Teppiche drumrum. Für die Leute mit World Edit ist das natürlich schon um einiges einfacher. Wenn ihr nicht World Edit kennt, nur eine Karte bauen wollt beispielsweise, braucht ihr euch jetzt da nicht reinfuchsen, obwohl die Basics von World Edit recht simpel sind. Es gibt genug Videos auf YouTube, da will ich nicht nochmal ein extra Tutorial machen, aber jetzt können wir erstmal unsere Karte, soweit die ganzen Pixelfehler hier ausbessern und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin mit dem Fixen soweit fertig. Ich habe mir das Ganze ja auch einmal aufgehangen, damit ich sehe, wie sieht denn das dann auf der Karte an der Wand wirklich hängt aus. Ich sehe ja gerade, hier oben ist doch ein Pixelfehler, ein lilaner Block, der sich hier dazwischen geschummelt hat. Den tun wir kurz mal hier noch fixen und dann sollte das, meine ich, auch so gehen. Hier unten sind auch noch ein paar Punkte, die müsste ich gleich noch beheben, aber soweit passt das eigentlich. Wenn wir fertig sind, gehen wir wieder hier ans Eck der Karte, tun das Ganze uns einmal speichern und das müsste so, nee, eins hoch
damit der Teppich hier mit drin ist. Dann fliegen wir ans andere Eck, das wäre hier. Setzen uns den blauen Punkt hin und das Ganze auch auf die 6. Die Y-Achse muss bei einer 2D-Karte zwingend auf einer Ebene sein. Hier passt das Ganze jetzt und das ist alles soweit drin. Bedeutet, wir tun uns das einfach mal. Bei mir ist es jetzt eine Griefer Clips Karte. Klicken auf Speichern. Es steht zwar da schon Werden in gespeichert, bedeutet der Vorgang, der dauert gerade noch. Wir fliegen jetzt mal hier ein bisschen drüber und schon steht, wurde erfolgreich gespeichert. Und diese Schematik, die wir jetzt gespeichert haben, ist unsere fertige Karte, die wir auf Griefer Games bauen. Auf Griefer Games eingefügt sieht das Ganze jetzt hier mit der gefixten Karte so aus. Und nun können wir mit dem Kartenbau unserer Karte beginnen. Wenn wir das Ganze gebaut haben und wieder wegmachen wollen, zum Beispiel die Teppiche, dann nutzt ihr die Spülanlage. Das kommt aber zum Schluss. Bitte beachtet, wenn ihr mit Spinnweben baut, dann tut die mit einer Schere mit Behutsamkeit abbauen. Haltbarkeit und Effizienz wäre natürlich auch gut, aber damit ihr diese Spinnweben, da kostet ein Stack roundabout $3000, also das ist nicht ganz so günstig, aber ihr kauft das ja nur einmal, wenn ihr es dann mit einer Schere mit Behutsamkeit wieder abbaut. Ansonsten habt ihr alles, was ihr für den Kartenbau braucht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kartenbauen. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Griefer Games Videos mehr verpasst. Und übrigens für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, auf meinem Kanal gibt es für 1 Euro bzw. 99 Cent eine Kanalmitgliedschaft. Dort bekommt ihr schon 24 Stunden vorab, also Montag 17 Uhr, die neuen Videos ausgestrahlt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.